Weiter geht es mit Level 5. Jetzt wird's eisig. Ja, dieser dumme Magier lässt uns auch nie in Ruhe. Die feurige Variante dieses Gegners wird sich hier wohl sehr unwohl fühlen. Das ist ein Bumerang. Den gibt's übrigens erst ab diesem Level. Er hat übrigens einen recht interessanten Zauber. Man erzeugt eine grüne Explosion, die sich nach links und rechts ausdehnt. Wartet da irgendeine Kreatur auf mich? Oha. Man kann nur froh sein, dass man diesen Gegner nicht so erleben muss wie in I Don't Wanna Be Anything 2. Denn dort ist dieser Gegner recht gefährlich. Pass auf, wo du hintrittst. Ah. Gott sei Dank. Solange ich die magische Sense habe, komme ich mit diesen roten Dämonen sehr gut zurecht. Schneewölfe. Vorsicht! Wenn man von der Lawine mitgerissen wird, landet man selbstverständlich im Loch. Man muss sich einfach festhalten. Das war knapp, aber ist ja nochmal gut gegangen. Jetzt kommt der Boss. Den bezeichne ich als den Eisdämon. Der braucht seine Beine offensichtlich nicht. Thank you.
Wirklich stabil ist er zum Glück auch nicht. Endlich wieder wärmer. Bis gleich.